The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football. Es ist ein ganz normaler Fußballmäntig für die Schweiz. Die Schweizer Nazi bereitet sich auf ein Qualifikationsspiel gegen Dänemark vor. Die GC tritt die ganze Führungsriege ab. Und wir hocken hier in der Soccer Lounge und reden über die nächste Runde in der Raiffeisen Super League. Wir werden dabei besonderes Augenmerk legen auf die Partie Sion gegen den FC Zürich. Und wir haben natürlich die Leute dabei, die bestens Bescheid wissen über den FC Sion und den FC Zürich. Wir haben hier den Ex-Trainer vom FC Sion, den Maurizio Jacobi. Kobacci, der Sportal HD-Experte, Thomas Renkli und natürlich der Sion Maschine, sagt man ihr auch, der Ermir Legnani. Ermir, willkommen in der Soccer Lounge. Merci für dich, Lani. Nimm Platz. Wir haben gerade das Lied gehört, das du ausgesucht hast. Musik, das ist etwas aus einem Film, gell? Genau, Creed 2. Du hast noch etwas mit Musik, ist das noch ein Ding? Du bist DJ, Kabinen-DJ bei St. Gallen. Ja, habe schon noch recht ab und zu dort mal aufgelegt. Auch so richtig vor... mal aufgelegt? Nein. So. Also nur Musik ein bisschen ausgewählt und so. Ja. Also ist etwas, was dir noch wichtig ist, Musik? Ja, schon eigentlich. Vor dem Match und so, dann schaue ich schon ein bisschen drauf, was ich höre und so. Dass es ein bisschen zusätzlich noch motiviert wird. Ja, du bist nicht nur Sion-Spieler, du bist auch Nationalspieler. Albanien, jetzt ist gerade Länderspielpause, du bist das mal nicht dabei gewesen. Albanien hat trotzdem gespielt, hat verloren und gerade den Trainer entlassen. Sind eigentlich die Erwartungen in Albanien schon mittlerweile recht viel höher, als sie auch schon gewesen sind, oder? An die Nationalmannschaft? Ja, die Erwartungen sind sehr hoch jetzt nach der historische Qualifikation in der Euro. Und seitdem haben wir ja jetzt seit 2 Jahren einen neuen Trainer. Mhm. Und haben jetzt sehr, sehr wenig Erfolg gehabt. Jetzt, die letzten 4 Spiele haben wir alle verloren. Und Torfeld ist eigentlich schlecht. Also 0 Goal haben wir gemacht und 10 bekommen. Und jetzt, nach dem letzten Match gegen die Türkei, ist es dann schon zu viel gewesen. Ja. Du bist einer von vielen, in dieser Mannschaft, die Wurzeln im Kosovo hat. Und du bist ja die Mischung, die berühmte zwischen der Schweizer und der kosovarischen Mischung. Und du hast mal über die Mischung gesagt, du hast sehr profitiert von dieser Mischung, vom unglaublichen Stolz, der in den Adern der Albaner fließt, und vom grossen Erfolgsstreben der Schweizer. Mhm. Ist das findest du, das ist das, was die Schweizer ein bisschen charakterisiert? Dass sie so, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch viel. Also von der Schule her hatte ich auch viele Kollegen, Schweizer. Und auch viel mit denen geblieben. Und ich habe es schon dort gesehen, die waren wirklich so sehr diszipliniert und vor allem erfolgsorientierend. Mhm. Die haben dann schon gewusst, was die machen in 10 Jahren. Und so. Ich will Pilot werden oder so. Dann haben sie auch unglaublich geschafft auch dafür. Mhm. Das hast du dann schon gesehen und so. Und das habe ich dann schon mitgenommen. Ja, du bist mit 3 in die Schweiz gekommen, aus der Nähe von Pristina. Bist du da angekommen? Hast du, das ist eine frühe Erinnerung, aber hast du Schwierigkeiten gehabt, am Anfang, um dich hier einzuleben? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich sofort eigentlich wohl gefühlt. Und habe gar keine Probleme damit gehabt. Auch in der Schule, egal wo. Ja, du hast halt auch geshootet. Geshootet ist ja eigentlich ein gutes Integrationsmittel. Hat es dir da geholfen, dass du wahrscheinlich auch auf dem Pausenplatz recht gut gewesen bist am Böllen? Ja, das ist es. Ich war recht gut gewesen, also schon von klein an. Und dann habe ich eigentlich noch mehr Kollegen immer mehr gefunden. Und von dem ist schon ein positiv gewesen. Ja. Du bist in einem Quartier aufgewachsen, wo es viel hat mit Migrationshintergrund. Mhm. Es gibt auch jetzt, und das ist das Steig-Quartier, genau, Steig. Oder? Da gibt es ja noch das Grümpel-Turnier, das immer stattfindet, das auch ein bisschen sich auf die Fahne geschrieben hat, das mit Integration. Ja, ja. Du bist dort auch noch vertreten mit so Videobotschaften. Mhm. Ist das etwas, was dir ein bisschen am Herzen liegt, oder den Leuten helfen, um sich ein bisschen zu integrieren? Auf jeden Fall. Ich bin schon einer, der
recht auf solche Sachen schaut. Also vor allem auf die jetzt schwieriger haben, sage ich mal, hilft. Mhm. Damit sie rauskommen, damit die daran glauben vor allem. Und einfach so wenig wie möglich traurig sind, sage ich jetzt mal, auch wenn sie schlechte Verhältnisse haben. Mhm. Es ist alles möglich. Und eben der Steig jetzt, sind wir dann schon ein paar gewesen, die es geschafft haben. Ich jetzt, der Amir Abrashi, der Pai-Team, ist alle gewesen. Und eben, es ist alles möglich, wenn man diszipliniert und immer daran glaubt. Und vor allem halt daran schafft. Du, eben, der Amir Abrashi hast du gerade angesprochen. Stimmt die Geschichte, dass du mal, wo du dort angezogen bist in das Quartier, dass er einfach allein auf dem Fußballplatz ist und einfach allein geshootet hat? Ja, das ist. Ich kann mich noch ganz noch genau erinnern. Wir waren hier oben, das heisst, das Freizeitplatz, heisst Robinson geheißen. Und dann habe ich ihn so dort gesehen, halt, so am Shooten. Und ich so, wer bist du? Weißt du, noch nie gesehen und so. Was machst du? Komm mit uns spielen und so. Und ab dann, seitdem sind wir jetzt durch dick und dünn und kennen uns sehr, sehr gut. Wir haben schon viel zusammen gemacht und hören uns auch jeden Tag. Und ja. Ihr seid jetzt auch Nationalspieler gemeinsam. Du hast gerade in dein Zimmer gespendet. Ich bin sogar Zimmerpartner immer. Ja. Du hast aber auch in der Super League dann einmal gegen ihn spielen, oder? Wie ist denn das, wenn man so gegen einen guten Kollegen spielt? Ja, es ist. Also das erste Mal, als ich bei St. Gallen war, gegen GC, habe ich gegen ihn gespielt. Weil er ist ja noch ein Giftiger auf dem Platz. Er ist ein sehr Giftiger, ja. Das ist so. Und, es war ein bisschen komisch, weil ich bin eigentlich da gewöhnt, immer mit ihm zusammen zu spielen. So bei Winterthur, bei GC kurz. Und dann auf einmal habe ich gegen ihn gespielt. Dann war es schon ein komisches Gefühl. Aber ja, es war eigentlich positiv, also gut alles verlaufen. Du hast immer noch sehr einen starken Bezug zu Winterthur. Du hast auch schon mal gesagt, schon jetzt hast du gesagt, in der Zukunft, ich werde mal in Winterthur sein später. Wo kommt der Bezug? Was ist so lässig in Winterthur? Winterthur, ich bin dort aufgewachsen. Winterthur hat mir so viel gegeben. Jetzt FC Winterthur. Schon von klein an. Ich hatte dort Rückschläge gehabt. Die haben mich wieder aufgenommen. Und haben dort auch sehr gute, immer gute Zeit gehabt. Ich kenne auch sehr gut André Mösli und habe mit ihm immer wieder Kontakt. Und ich habe es ihm auch gesagt und es wissen alle im Winterthur, dass ich meine letzte Karriere, also werde ich sicher bei Winterthur spielen. Egal jetzt, wie alt ich bin, ich werde dort sicher aufhören. Das ist, es sind ganz, ganz viele extrem gute Spieler, kommen aus Winterthur, wenn man schon die Nazi anschaut. Es ist Mehmedi, Zuber, Freuler, der Abrashi eben aus der albanischen Nazi, der Akanji, von dort Fabian Frey, Zuffi, Kasami. Was ist los dort? Wird man nicht einfach mit Fußball gefüttert? Ja, nein, es wird einfach geschafft. Es wird gut geschafft, vor allem in der Juniorabteilung. Schon von früh an eigentlich. Ja, jetzt, dass es wirklich so viel rausgekommen sind, ist auch ein bisschen. Ich weiß nicht, jetzt, ob ich es Zufall sagen soll, aber schon ein bisschen also positiv. Ja, es freut uns eigentlich sehr und so. Mhm. Du hast den FC Winterthur natürlich auch angesprochen. Hast du damals auch schon gemerkt, als du da warst, auch im Nachwuchs und auch dann in der ersten Mannschaft, dass es das ein anderer Club ist? Oder sieht man das erst jetzt, wo man auch bei anderen Clubs mal sieht, dass beim FC Winterthur so ein bisschen, halt viel ein bisschen menschlicher oder netter ist? Ja, du nimmst es immer ein bisschen anders jetzt auf, weil du kennst halt die Leute schon, du bist schon von klein an, du fühlst dich auch wie die Heime jetzt bei Winterthur. Jetzt bin ich letztes Mal auch ein Match schauen, gegen Aarau, was gespielt haben, die Heime. Unglücklich und verloren. Ja, unglücklich verloren leider. Aber du merkst sofort, wenn du ins Stadion reinlaufst, die Leute, die kennen dich halt noch von früher und jeder redet, will mit dir reden. Es ist so wie familiär dort und du fühlst dich unglaublich wohl. Ja. Und das ist das Wichtigste im Fußball. Egal jetzt, wo du bist, einfach das Wohlfühlen. Du hast das eine eben, das Wohlfühlen. Gleichzeitig hast du auch sehr früh grosse Pläne für deine fußballerische Karriere. Du hast immer gesagt, mit Traum Ausland, ich will mal ins Ausland. Ja, ja. Und selbst, als du eigentlich bei Winterthur noch teilweise noch auf der Ersatzbank gehockt bist, bist du auf einmal ins Ausland gewechselt. Sozusagen fast zumindest, die Türkei, die zweite Liga. Warum hast du denn das gemacht?
Es ist, jetzt ist eine sehr, sehr schwierige Zeit gewesen, weil es ist mein erstes Jahr gewesen, der erste Mannschaft bei Winterthur, wo ich gespielt habe, also regelmäßig. Und dann ist sofort Grasshoppers gekommen. Dann bin ich ausgelehnt worden mit Kaufoption. Und bei GC bin ich ein halbes Jahr gewesen, mit dem Chiara Sforza Trainer. Ja. Und es ist mir gar nicht, also ist mir gar nicht gut gelaufen. Ist im Nachhinein weiss man es, also ist viel zu früh gewesen. Ich war nur ein Jahr in der Challenge League. Mhm. Und dann sofort der Sprung in die Superliga ist viel zu früh gewesen, also für mich jetzt. Und dann bin ich wieder zurück zu Winterthur. Die haben mich wieder aufgenommen. Eigentlich, aber ich bin so innerlich so hässig gewesen, dass ich es nicht geschafft habe, weißt? Okay. Ja, und mit mir selber anfangen. Also Zweifel, sage ich jetzt mal, ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich einfach in Ausland. Und dann ist eben Elazığspor gekommen. Dann bin ich dort einen Monat gewesen. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt mit dem Vertrag. Sie haben, glaube ich, die Ablösesumme dann genau, nicht zahlen. Ja, genau. Ablösesumme haben sie nicht zahlen mit Winterthur. Und dann hat mich halt wieder Winterthur aufgenommen. Ja. Und du bist wieder daheim. Dann bin ich wieder daheim und dann habe ich dort eineinhalb Jahre gespielt. Genau. Dann ist St. Gallen gekommen. Und das ist ja, da merkt man auch immer, du hast grosse Ambitionen, du bist auch sehr, sehr ehrgeizig. Auch bei St. Gallen hast du hast gerade ein paar Modu als Stammspieler abgelöst. Ihr seid extrem gut gewesen, sind in die Europa League gekommen, ja, haben eine gute Europa League-Saison gemacht. Und am Schluss sagte er mir, Super League ist nicht genug, ich will mehr. Ja. Schon sehr. Ja, ja, es ist wirklich, ich habe sehr viele Rückschläge und wenn ich jetzt im Nachhinein sehe, bin ich immer wieder aufgestanden und dann ist immer wieder ein bisschen etwas mehr gekommen. Wie jetzt einmal zu GC, nach wieder zurück Winterthur, nach wieder Rückschlag, nach Türkei wieder Rückschlag, dann ist wieder St. Gallen gekommen. Ja. Und dann von St. Gallen, dort haben wir eine super Zeit gehabt, die erste halbe Jahre war eigentlich schwierig gewesen. Weil der Pamodu halt also auf dieser Position war. Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, du musst wirklich Geduld haben. Und dann habe ich die halbes Jahr wirklich ausgenutzt und an mir richtig gearbeitet. Und mit dem Jeff Saibene, eigentlich, der hat immer an mir daran geglaubt, hat er mir immer gesagt, du musst Geduld haben. Und ja, nach dem halben Jahr bin ich dann habe ich es nicht mehr erwartet, habe ich richtig Bock gehabt, so lange auf halbes Jahr auf der Bank war und die ganze Zeit am Arbeiten. Ja, und dann war ich zweieinhalb Jahre in St. Gallen. Unglaubliche Zeit. Unglaublich. Also Europa League war ein Highlight. Auch mit den Fans und dem Stadion dort. Es war wirklich geil. Ja. Und, ja. Dann hast du gefunden, du musst eins weitergehen. Dann habe ich gesagt, jetzt. Ich bin immer zu, also ist mir so irgendwie wie alltäglich wurde Super League, aber ich kann mich nicht so beweisen, irgendwie nicht können nur mehr zeigen, ja, weil das ist irgendwie eine Normalität geworden. Und dann habe ich gesagt, ich brauche etwas anderes jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich in Ausland gehe und nachher ist da drin gekommen. Zuerst hat es geheißen, du gehst Bundesliga. Genau, ich habe viel Angebot. Ja, genau, Verona, Deutschland auch, Augsburg und so. Mhm. Wir haben viel nachgeschaut und schlussendlich hat dann aber Rennes die Ablöse gezahlt. Ja. Und ja, dann bin ich in Frankreich. Und das ist nicht ganz so rausgekommen, wie du erwartet hast. Genau. Das ist wieder immer nach einem Erfolg und kommt bei mir wieder ein Rückschlag. Ja, genau. Das Problem war, ich bin im Winter gewechselt. Also das sehe ich jetzt. Ich würde jedem raten, im Winter nicht wechseln. Es ist wirklich auch egal, wie die Situation ist. Ich würde lieber Geduld haben. Mhm. Und im Sommer, dann, wenn alle auf Null stehen, sage ich jetzt mal, kannst du dir auch zeigen in der Vorbereitung und so. Und das Problem war, ich bin im Winter gewechselt. Und dann war es halt gerade schwierig. Gerade die erste Woche habe ich trainiert. Am Wochenende habe ich sofort gespielt. Das war ein Gap. Gerade eine rote Karte bekommen. Genau. Dann habe ich gerade noch rot bekommen. Das ist mir noch nie passiert. Direkt rot. Das war die erste rote Karte? Direkt. Ist, ja, direkt rot, ja. Das ist natürlich blöd im ersten Spiel. Genau, im ersten Spiel. Dann noch im Ausland. Da wirst du halt schon anders bewertet.
Weil die kennen dich halt auch nicht so wie jetzt in der Schweiz. Die wissen, okay, jetzt ist einmal passiert, beim zweiten, dritten Mal, dann geht er wieder ab. Genau, die denken, was haben wir da für einen Fall? Ja, in Russland ist das ganz, ganz anders. Da interessiert es denen nicht. Da wird einfach nach dem Match bewertet. Das war eben schwierig. Nachher war ich drei Matches gesperrt. Mhm. Bin ich wieder komplett weg. Und dann bin ich wieder langsam reingekommen. Und genau vor dem Spiel in der Meisterschaft, wo ich gespielt habe, habe ich mich verletzt. Das ist dann auch noch gekommen. Dann ist das ganze halbes Jahr also gar nicht gut gelaufen. Und was hast du denn, warum sind die Fans so hässig? Die haben glaube ich, mal das Auto verschmiert mit Beleidigungen. Genau, ist das verkratzt. Ja, das ist das Problem. Ist eben, dann im Sommer hat Biren neu angefangen, für jeden. Und der Trainer hat gemeint, es wird schwierig für dich, dass du regelmäßig spielst. Ja. Und für mich war wichtig, ich musste spielen, Spielpraxis holen, weil dann ist noch die Euro gekommen. Und du hast mit Albanien Europameisterschaft natürlich. Genau, und mein albanischer Nationaltrainer, der war noch der DBAS, hat gesagt, schau, dass du spielst. Du wirst schon dabei sein, aber schau, dass du spielst und eben Spielpraxis holst und so. Und dann ist der FC Nantes gekommen. Und ich habe dann sofort zugesagt, weil ich mit dem Trainer geredet habe. Er so, ja, du wirst bei uns spielen, komm da an und so. Und ich habe dann nicht gewusst, dass Rennes und Nantes so Feinde sind, wie jetzt hier GC Zürich. Das ist wie GC Zürich. Okay. Ja, und ich habe das nicht gewusst. Für mich war klar, nein, ich gehe jetzt einfach spielen und fertig. Und im Nachhinein habe ich es erst verstanden. Weil nachher ich auch SMS bekommen, alle, ich so, was ist los? Ach, so. Okay. Ja, alles. Also, bleib dort bei Nantes, komm nie mehr zurück, haben sie mir gesagt. Und, so. Und bei Nantes ist mir sehr gut gelaufen. Ich habe gespielt dort, ein ganzes Jahr. Und dann ist genau noch EM gekommen. Habe ich auch gespielt in Frankreich. Mit dem Highlight, Spiel gegen die Schweiz, oder? Ja, super gewesen. Alles gut. Und dann habe ich noch ein Jahr Vertrag gehabt. Und dann hat der Trainer gewechselt bis da drin. Und die haben mich unbedingt zurück. Der Gourcuff war er. Ja. Also hat mich auch gesehen von Nantes gesehen. Ich habe halt dort immer gespielt und so. Und in der Nazi auch, mit Euro. Hat er gesagt, ja, kommst du an. Also, du wirst sicher entweder hinten links spielen oder vorne. Du kannst ja überall haben. Ja. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Nach dem ersten Spiel, ich kann mich noch erinnern mit ihm, weil er selber auch nicht daran glaubt, dass es so schlimm wird. Es ist unglaublich, ich habe das noch nie erlebt. Dann bin ich reingekommen, ins erste Spiel, das die Saison angefangen hat. Und ganz schade, und hat gepfiffen. Oh. Dann habe ich gedacht, das erste Mal war ich voll blass. Ich so, bin ich da richtig? Ganz Stadion am Pfeifen, egal jetzt Fans, so egal. Und ab dann ist es richtig bergab gegangen. Und dann hast du ja gewusst. Ja, er hat mich immer versucht, immer noch so zu unterstützen. Aber ich habe es gesehen, er hat auch, nicht, auch selber nicht das Risiko eingehen. Ja. Dass gegen ihn, weißt du, erinnere ich an. Und das Lustige war, er hat mich aber trotzdem immer an den Auswärtsspiel hat er mich mitgenommen. Dort war es ein bisschen ruhiger gewesen. Und irgendwann ist es so schlimm gekommen, dass die Fans am Präsidenten geschrieben haben, wenn du den Legnani noch spielen lässt, der war bei Nantes, wie können wir das am Arena antun, an unserem Club? Dann haben sie ein Plakat machen, aber die haben es nicht zugelassen. Und ab dann ist es wirklich ganz, ganz schlimm. Dann bin ich ein Jahr bei Arena gar nicht gespielt. Ja. Und jetzt bist du eigentlich zurückgekommen wieder zum FC Sion, über die Zeit bei Sion. Dann gehen wir jetzt gerade wieder nach der Werbung, knüpfen wir dort an beim Ermir Legnani. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Willkommen zurück in der Soccer Lounge mit der SIO-Maschine Ermir Legnani. Wir haben das noch nachgeschaut. Ermir, das heisst, es schmeckt gut. Ist das richtig? Keine Ahnung. Du kannst doch Albanisch. Auf Albanisch? Ja. Ah, ich habe also das heisst, bedeutet guter Duft. Mir, ja, nur das Mir, aber es heisst gut, ja.
Gut, das stimmt ja in dem Fall. Ja, wir quälen dich noch mit 3 Fragen von einem Schriftsteller, von Max Frisch. Der hat einen Fragenkatalog gemacht für alle Situationen im Leben. Da haben wir 3 Fragen rausgepickt, die du bitte uns beantwortest. Der Max Frisch fragt dich, möchten Sie unsterblich sein? Nein. Bist du zufrieden mit einem Menschenleben? Ist genug lang. Genau. Zweite Frage von Max Frisch. Was bezeichnen Sie als männlich? Bart. Gut gesagt. Sehr schön. Und die letzte Frage von Max Frisch. Möchten Sie Ihre Freundin sein? So wärst du gern deine Freundin? Findest du das sehr das gutes Leben? Ja, sehr. Ja. Denk schon. Eigentlich müssen wir das Sie fragen. He? Ja, ich glaube, sie sieht es auch so, sonst wäre sie nicht bei dir. Ja, ich hoffe. Frage von Max Frisch. Es kommen noch mehr Fragen auf euch zu und vor allem auf unsere 2 Gäste, die jetzt die illustre Runde hier noch erweitern. Ich begrüße bei uns den Sportal HD-Experten Thomas Rinkli und den Trainer, ehemaligen SEO-Trainer Maurizio Jacobacci. Mir. Ciao. Hoi, hoi. Thomas. Hallo. Nehmt Platz, Gummibärli für alle. Die sind frisch rasiert und trotzdem männlich. Ja. Ja, der Ermir, du kennst ihn sehr gut. Wie ist es eigentlich als Trainer, wenn man so einen hat, der einfach immer hinter und vorne säckelt und man kann einfach aufstellen, wo man will, vorne oder hinten? Ist noch dankbar, oder? Ist dankbar für einen Trainer, wobei ich glaube, dass ein Spieler immer eine eigene Position hat. Und wir sollten versuchen, natürlich die Spieler dort aufzustellen, wo er am besten wirken kann. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig. Wo würdest du sagen, wo kommt seine Qualität am besten zur Geltung? Ja, ich glaube, ich habe ihn als linker Außenverteidiger spielen lassen. Und dort hat er eine sehr, sehr gute Saison gespielt bei mir. Thomas, mal angenommen, ich möchte ein Gedankenspiel. Mal angenommen, du wärst Spielerberater. Und du hättest jetzt einen Spieler unter Vertrag und der hat ein Angebot vorliegen vom FC Sion. Was würdest du ihm raten? Ja, ich würde ihm sagen, wenn er für semi-esoterische Horizonterweiterung zu haben ist, dann würde ich das unbedingt machen. Und auch vielleicht ein bisschen Menschenkenntnis und ja, die alternative Form von Charakterbildung. Aber wenn er vernünftig ist, dann würde ich sowohl für den Trainer als auch für die Spieler doch eher negieren, dort hinzugehen. Du hast den Schritt trotzdem gewagt, wenn wir auf die Saison schauen vom FC Sion. Es ist nicht gerade eine Saison, die sich sehr durch Konstanz auszeichnet. Wenn man nur schon eure letzten 3 Spiele anschaut, ihr habt gegen IB sehr gut gespielt, ihr habt mit Pech verloren. Dann hat er desaströs gegen Xamax verloren, dann schlussendlich gegen GC wieder euch souverän heimgebracht, den Sieg, auch wenn es abgebrochen worden ist. Wie erklärst du da die Schwankungen vom Spiel vom FC Sion? Ja, es ist schwierig zu sagen, wie du sagst. Wir haben, zum Konstanten zu spielen, muss dann schon die Leistungen dann schon regelmäßig stimmen. Und das haben wir jetzt auch. In den letzten Jahren war das auch immer so. Und dann stimmt es halt mit dem Erfolg nicht, so wie es der Präsident will. Und ja, so wie ich vorhin gesagt habe, wir machen zu viele individuelle Fehler. Und das wird dann schon bei uns, sage ich jetzt mal, sofort ausgenutzt. Das ist halt auf dem Level so. Das ist ganz normal. Maurizio, du kennst die Mannschaft sehr gut. Du hast viele von denen auch noch trainiert. Sie stehen momentan auf Platz 8 der FC Sion. Ist das dort, wo sie angehören? Oder sind sie unter Wert klassiert? Ja, sie sind sicher unter Wert klassiert. Ich meine, ich habe sie abgegeben, nach 6 Runden im Rohr 8. Stelle. Und jetzt hat sie den Muri übernommen. Und heute stehen sie genau am gleichen Ort. Nur haben wir dort 4 Punkte Rückstand auf den Zweiten, was heute ein bisschen anders ist. Sie haben im Moment 16 Punkte Rückstand. Aber die Mannschaft hat sicher enormes Potenzial. Aber wenn man bedenkt, dass wir doch Cunha verloren haben auf diese Saison, wenn wir den Cunha in dieser Saison hätten gehabt, dann wäre wahrscheinlich Sion ganz anders in dieser Rangliste.
Und wahrscheinlich auch noch mit dir als Trainer, unter Umständen. Unter Umständen schon, ja. Also der Kunja hat uns recht wehgetan. Wir konnten ihn leider nicht ersetzen. Und wir wollten ihn nicht ersetzen. Wir haben ihn ersetzt mit jungen Spielern, sehr junge, unerfahrene Spieler. Es sind 5 neue Stürmer gekommen, aber alles sehr junge Spieler. Die brauchen einfach ihre Zeit, um sich akklimatisieren, anzupassen an die Meisterschaft, Super League. Und der eine oder andere ist sicher ein guter, aber noch einmal, es braucht schon etwas anderes. Und darum spielt Legnani zum Teil auch noch als Stürmer, weil er einfach Qualitäten hat, die andere im Moment nicht haben. Ja. Ich glaube, man hat jetzt genau in diesem kurzen Wortwechsel das Problem von Sio rausgehört. Er hat gesagt, es stimmt dann nicht so, wie es der Präsident will. Und dann fängt halt der ganze Teufelskreis wieder an. Und da haben wir das Opfer von dem Teufelskreis. Ich habe ihn gefragt, wie viele Trainer ist er gewesen, wo haben müssen gehen unter dem Konstantin. Wir haben uns glaube ich, auf die Zahl 42 geeinigt. Er war zweimal gewesen. Und ja, so kann man keinen Erfolg haben. Und so wird man immer unter Wert geschlagen. Und ich denke, seit oder der FC Sion gehört eigentlich Top 4. Ja, das müsste man eigentlich meinen. Ihr habt jetzt immerhin wieder ein bisschen Kurve gekriegt. Das Spiel gegen GC, das ist abgebrochen worden. Wie ist das als Spieler? Kann man sich da überhaupt freuen? Man hat zwar 3 Punkte, aber... Nein, ich glaube schon nicht, dass man sich freuen kann. Auch jetzt, was da passiert ist mit dem Büro und so. Das darf eigentlich nicht passieren. Und für uns ist eigentlich gut gelaufen, die erste Halbzeit 2-0 in Führung. Sehr gutes Spiel gewesen. Und dann zweite Halbzeit. Sind wir eigentlich wieder gut, wollten wieder gut starten, aber dann ist eben das passiert. Aber ja, jetzt weiß ich nicht, wie das noch entschieden wird. Ob wir überhaupt die 3 Punkte bekommen. Die Chancen sind gross, ja. Aber hoch, ja, ja, genau. Ich hoffe es, ja. Ja. Und es hat auch einiges ausgelöst bei GC. Heute ist es ein bisschen zum Köpfe-Rollen gekommen. Es sind ja noch die besten frei, gell? Die Präsidentschaft. Sind wir jetzt 2 mit blauem Jackett schon mal da? Vielleicht können wir euch schon mal in Stellung bringen. Ja, ich bin ganz zufrieden mit meiner Position als Sportexperte hier im Fernsehen. Ich glaube, ich konzentriere mich darauf. Das, was der Thomas vorher angesprochen hat, mit denen, eben, müsst im Top 4 sein, das ist ja auch in dem geschuldet, weißt, wie viel Geld ist rum eigentlich. Sion kolportiert, sagt man zumindest, sie haben die dritthöchsten Löhne. Also müssen es eigentlich ein Dritter sein, wenn man aber anschaut, was der FC Sion in den letzten 10 Jahren mal gemacht hat. Wir können das schnell auf der Tabelle anschauen. Das sind so die Ränge, die sie erreicht in den letzten 10 Jahren und es ist nicht einmal auch nur ein Platz 3 dabei. Es sind wirklich alles eigentlich unter Wert klassiert. Wieso bringt der FC Sion das in der Meisterschaft nicht auf die Reihe, um zumindest einmal unter die Top 3 zu kommen? Ja gut, ich muss sagen, dass natürlich auf meine Erfahrung, die ich hatte mit der ersten Mannschaft, die letzte Saison, wo wir natürlich gestartet sind, als Letzte mit 8 Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Lausanne zum Beispiel hat 8 Punkte Vorsprung gehabt. Am Schluss haben wir 7 Vorsprung auf Lausanne gehabt. Aber das ist, weil die Mannschaft erstmal sehr gute Qualitäten gehabt hat. Wir haben uns sehr gut ausgesprochen. Die Mannschaft hat mitgezogen und hat verstanden, dass nur aus Mannschaft etwas zu reissen ist. Und das war eine top Rückrunde, die wir gemacht haben. Wir haben aus den 16 Spielen, die waren, die ich sie hatte, geführt habe, haben wir 25 Punkte geholt. Und wenn man das anschaut, auf eine ganze Saison, wäre das natürlich in der Top 3 gewesen. Dann wären wir wieder bei den Erwartungen, die man eigentlich absolut müsste haben. Und ich glaube, das ist das, die Ansprüche, die man muss ja auch stellen muss. Aber da müsste natürlich auch ein Trainer können, auch sagen, was für Spieler sollen neu zu dieser Mannschaft stoßen. Und da hat der Trainer, also was ich mir anbelangt, eigentlich wenig zu sagen gehabt, außer beim Innenverteidiger, was der Raphael ist, der jetzt im Moment verletzt ist. Mhm. Es hat auch, das ist ja eben die Ruhe, die halt ein bisschen fehlt. Das merkst du ja auch. Ihr seid ein relativ grosses Kader. Und teilweise kommt man ja, du spielst dann manchmal, bist Stammspieler, kommt ein neuer Trainer oder vielleicht auch unter dem gleichen Trainer und dann spielst du auf einmal nicht mehr. Ist es ein bisschen schwierig zu sagen, welches Standing das man jetzt hat innerhalb der Mannschaft bei Sion? Ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr viele Spieler. Ich glaube, über 35. Und eben, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, ich meine, jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen. Einer liebt mehr, einer weniger, einer hat den gern oder nicht. Aber schlussendlich, jetzt als Spieler, kannst du auch nicht viel machen, nur gut trainieren und ihm das irgendwie zeigen. Und ja. Ja, ihr seid eben, dass man anschauen könnte, wie viele Spieler das der FC Sion einsetzt. Wir schauen das mal an in der Grafik.
schnell, das sind wie viele Spieler aus dem aktuellen Kader jetzt schon Einsätze gehabt? 29 Spieler beim FC Sion. Maurizio, du kannst das sicher sagen, was das bedeutet, wenn man so viele Spieler einsetzt. Da kommt gar keine Kontinuität rein. Also, wie gesagt, das habe ich bei mir jetzt zum Beispiel nicht gehabt, so viele Spieler eingesetzt habe. Ich habe wirklich auf Kontinuität gesetzt. Ich habe wirklich mit den Spielern gemacht, die ich gedacht habe, mit denen kannst du am meisten rausziehen. Und habe aber auch Leute auf der Bank, die das akzeptiert haben. Und auch wenn sie eingesetzt wurden, konnten sie Leistungen bringen. Wir hatten ja Schneulis, Mboyo auf der Bank. Und die haben nicht gemuxt, weil sie gewusst haben, da ist eine Mannschaft am Weg. Wichtig ist, dass wir das Resultat holen. Wenn ich jetzt muss mal auf der Bank sitzen muss, akzeptiere ich das. Und wenn ich reinkomme, mache ich meine Arbeit. Und das ist enorm wichtig gewesen, oder? Ich glaube, das Interessante an der Statistik war, die Mannschaft auf dem Platz 10, der FC Thun, mit 21 eingesetzten Spielern. Ich glaube, das ist das Gegenstück zum FC Sion. Und der Marco Lüthi ist das Gegenstück zum Constantin. Und der FC Thun schafft aus einem Minimum an Möglichkeiten wirklich Top-Leistung. Und, gut, das hilft natürlich, wenn man ein Konstrukt hat von, ich sage jetzt mal, 20 Kaderspielern plus 3 Goalies. Dann hat man natürlich, und mit 2-3 Jungen, die hinten dran sind, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Arbeitsweise auf dem Platz, was Trainings anbelangt. Man kann intensiver arbeiten, man kann gezielter arbeiten. Wenn man natürlich, ich glaube nicht, dass im Moment Sion 29 Spieler auf dem Platz hat im Training. Ich glaube, dort haben sie auch reduziert. Mhm. Aber ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man so ein Kader hat und nicht grösser hat, weil sonst kann man nicht mehr richtig arbeiten. Dann muss man 2 Gruppen machen. Also brauchst du 3 Plätze zum Trainieren mit so vielen Mannschaften. Ja, und das ist in Sion gar nicht möglich, weil in Sion sind, was Infrastrukturen anbelangt, im Moment auch dürftig. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da hat ja der Präsident auch gesagt, dass er investieren will, dass auch die Infrastrukturen besser werden für den FC Sion. Das gehört ja auch dazu. Du erlebst die Infrastruktur und auch das Team. Hier sind viele Leute, viele Nationalitäten. Und dann noch die Infrastruktur, die viele sagen, ist nie wirklich so schlimm als Spieler? Ja, also jetzt wirklich als richtiger Profi kann man da schon nicht gut arbeiten. Also hast du an anderen Orten, St. Gallen und so, bessere Bedingungen? Ja, es war überall besser. Ja. Und es ist schwierig, dass du da Top-Niveau arbeiten kannst. Ja. Und so mit den vielen Nationalitäten und so im Team, sind wir weniger als Team als jetzt irgendwie anderswo? Als jetzt beim FC Winterthur? Ja, es ist immer schwierig, wenn du mehr Spieler hast vom Ausland als die da aus der Superliga oder aus der Schweiz, das halt kennenzulernen und so, ist das immer schwieriger. Ja. Ich mache jetzt immer ein Beispiel jetzt bei Thun. Ich meine, die sind jetzt seit 3-4 Jahren sind immer die gleichen Spieler, die zusammen spielen, die sind. Und da siehst du halt, die sind wirklich alle eine Einheit. Jeder kennt sich wirklich perfekt. Und wenn halt immer jedes Mal 10 neue Spieler kommen, dann bist du wieder mal rein, alle jeden kennst und mit dem überall kommunizieren kannst. Mhm. Das ist alles schwierig, ja. Kennst du alle deine Mitspieler? Ja, ich kenne sie. Ja, jetzt. Okay. Das schon. Was auch ein bisschen fies ist, aus der Deutschschweiz kommen immer die Anforderungen an den FC Sion. Da haben wir immer, das ist ja gar nicht mehr, weißt, da hat es ja gar keine Walliser mehr dabei. Das sind so Ansprüche, die man jetzt nie mehr an GC oder so stellen. Und bei Sion findet man, die müssen alles, dort müssen nur alles so sein, wie die Welt 1980 war. Das ist ein bisschen ungerecht, wie man den FC Sion behandelt, oder? Ja, ich glaube, gut, ich habe das jetzt weniger so miterlebt, weil wir doch Maseras, Thomas, Fickinger, der doch eigentlich auch Ursprung Walliser ist, hat doch Walliser, wo der Weg in die erste Mannschaft gefunden hat. Und es hat auch gute Junge, die hinzustellen könnten. Ich meine, Morgado, der jetzt auch der Weg in die erste Mannschaft hat, hat ein paar Matches gespielt jetzt, hat sich dort auch weiterentwickelt. Also es hat schon immer wieder der eine oder andere Junge, der integriert wird in die erste Mannschaft. Aber noch einmal, für dass sich die Jungen können integrieren in die erste Mannschaft, kann man nicht so ein aufgebleites Kader haben. Weil sonst haben die gar keine Chance, dort reinzukommen, oder? Du hast einen von den vielversprechenden Talenten, die du jetzt angesprochen hast, natürlich der Bastian Thomas. Du spielst mit ihm. Er ist sehr ein aufregender Spieler. Wie erlebst du ihn so als Mitspieler? Also für seine Position. Er ist sehr zweikampfstark und plus technisch sehr, sehr stark. Das ist schwierig jetzt in dieser Position, dass du beide hast, zu finden. Ja. Weil entweder bist du wirklich voll zweikampfstark, bist defensiv und er hat halt beides. Er macht auch viele Scorerpunkte, Goal, Assist.
Er hat einen Assist, müssen wir jetzt natürlich noch mal anschauen, weil du bist auch noch involviert. Was für ein, so, da müssen wir mal sehen, was für eine Vision Sebastian Thomas hat. Schauen wir das mal schnell an. Du bist da, du laufst da gerade schon wieder vor und kommst da den Ball noch mal über und haust ihn rein. Früher zum Beispiel hat er jetzt einen Rückpass gemacht und das hat er natürlich auch gelernt, weil man ihm immer wieder gesagt hat, du musst mehr nach vorne spielen. Früher und hat noch lernen kennen. Vorher hat er mehr rückwärts gespielt als vorwärts. Und, wir haben ihn dort wirklich eingerichtet in der letzten Saison. Du musst mehr nach vorne wollen spielen, vertikalisieren, auch selber in Abschluss gehen, in 16er reindringen, Goal wollen machen. Und wenn ich heute sehe, dass er auch Torschütze ist, in der Nazi wieder ein Goal gemacht hat, hat auch können 3 schiessen gegen Kroatien. Das freut mich natürlich sehr. Und er hat enorm Qualität, ist ein sehr spielintelligenter Mann. Warum hast du eigentlich nicht dein Salto da? Ja, die Fußrasen ist etwas gefährlich. Wirklich? Ist nicht so weich wie im Rasen. Ich dachte, du musst schon ein bisschen schauen, du im Alter, da musst du nicht mehr so wild jubeln. Ich bin nicht mehr so jung. Ja, eine andere schildernde Figur im FC Sion ist natürlich bei Tim Kasami, den man eigentlich fast schon wieder ein bisschen vergessen hat, gell, in der Schweiz. Hättest du dem noch zutraut, dass der noch mal kommt und so überzeugt eigentlich in der Super League? Ja, auf jeden Fall. Also, ich war erstaunt, dass es eigentlich so lange gegangen ist, bis er wieder richtig einschlägt. Aber ich glaube, er hat auch Zeit gebraucht, um das Vertrauen des Jakin zu gewinnen. Und jetzt ist er gut unterwegs. Und er ist eigentlich fast ein bisschen sinnbildlich für den FC Sion. Da ist wahnsinnig viel Potenzial herum, wo, wenn man den schlafenden Riesen mal wecken würde, dann könnte da wirklich etwas passieren. Aber man muss unter dem Motto «Reduce it to the max» irgendwie die Kräfte ein bisschen bündeln. Den Murat Yakin hast du jetzt angesprochen. Eines, was man ja sagt, ist schwierig mit ihm. Er kann ja nicht Französisch. Wie schlägt er sich denn da zum euch führen? Da? Ja, also wir haben immer einen, der Assistenztrainer, Marco Otero. Der kann es eigentlich sehr gut. Der kann alle 15 Sprachen. Genau, die der kann sehr viele Sprachen. Und sonst tut er es immer übersetzen. Funktioniert das gut oder ist es einfach wichtig, dass ein Trainer die Sprache redet von der Spieler? Gut, ich sage, wenn man die Sprache natürlich redet, kann man natürlich seine Emotionen besser überbringen am Spieler. Also wenn man direkt mit dem Spieler redet, dann kann man natürlich ganz anders mit einem Spieler diskutieren. Man kann auch mal ein Vier-Augen-Gespräch haben. Und es gibt einen anderen Draht zum Spieler, als wenn ich jetzt Thomas müsste sagen, erkläre ihm das und das und das. Und es kommt auch ein bisschen ganz anders über. Auch die Theorie ist eine ganz andere. Ja. Wir haben jetzt über ein paar Spieler vom FC Sion gesprochen. Wie ein Spieler vom FC Sion selber euch charakterisiert, nämlich Martin Anga, haben wir ihn gefragt. Schauen wir im Teamcheck, was er über die Spieler vom FC Sion meint. Teamcheck. Ich würde sagen, ich glaube, der Anto Gibic. Ich glaube, der Trainer hält sehr viel von ihm und das hat schon zu jedem gehört von ihm. Ich würde sagen, Kevin Fickenscher. Ich glaube, er ist die intelligenteste von uns allen. Ich glaube, es hat ein paar Kandidaten. Wenn ich einen wählen würde, sage ich Adrian. Wenn ich einen wählen würde, sehe ich das vielleicht. Der Bammert. Das ist ganz klar. Das ist die ganze Zeit am Telefon, am Telefonieren mit seinen Freunden, mit Schätzchen oder mit Eltern, weiß auch nicht. Ja. Teamcheck. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. The Soccer Lounge. Wir gehen zum Gegner von Ermir Lenjanis im FC Sion, im FC Zürich. Thomas, der FC Zürich, bei dem weiss man ja nie, woran sie jetzt gerade sind. Sind sie jetzt, zeigt die Tendenz eher gegen auf oder zeigt sie gegen ab oder ist da ein totaler Stillstand? Ich denke, das ist schon der kultivierte Stillstand. Zürich profitiert in der Außenwahrnehmung davon, dass sie eine gute Europacup-Kampagne gespielt haben. Es hat vieles geschönt. Das Heimspiel gegen Napoli war zumindest atmosphärisch eine grosse Sache. Dann sind sie im Cup noch dabei, im Gegensatz zum Rekord-Cup-Sieger Sion.
Das ist ein Pluspunkt, aber in der Meisterschaft ja, ist das Tabellenende faktisch näher als die Tabellenspitze. Und, das ist ein ganz kapitaler Match gegen Seite. Wie ist das als Ausgangslage für einen Trainer? Man weiss, man hat jetzt die Winterpause, aber man ist im Europacup noch dabei. Man hat zwar einen starken Gegner, aber man will ja gleich dort Fallen machen oder zumindest noch die Möglichkeit haben, zum Weiterkommen. Ist das nicht ein bisschen schwierig? Als wenn man einfach sagt, okay, jetzt zählt für uns die Meisterschaft und der Rest ist uns egal. Das gibt ich glaube nicht, dass sie das so gedacht haben, aber sie haben sich sicher auf die Meisterschaft konzentriert und wollten eine gute Gattung machen, natürlich im Europacup. Und dass sie gegen Napoli wenige Chancen hatten, das haben sie ja schon gewusst am Anfang. Aber sie wollten natürlich einen gewissen Fußball präsentieren, den auch die Schweiz präsentiert. Das ist leider daheim mit Hosen. Auswärts haben sie eine bessere Figur gemacht. Aber ich glaube, sie haben sich schon fokussiert auf die Meisterschaft selber. Ich meine, sie haben 25 Punkte gehabt nach der Vorrunde, sind oben drin, haben mit dem Abstieg eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Mhm. Und jetzt haben sie plötzlich 7 Spiele, 8 Punkte geholt. Das ist natürlich wenig für die Ansprüche, die Zürich muss oder darf haben. Genau, das sind natürlich der eine oder andere auch verletzt jetzt, der dazukommt. Und das hilft natürlich am Mann ja nicht. Das Sieg gegen Xamax mit 2 Goal innerhalb von 3 Minuten. Da bist du dann ein bisschen mehr Xamax als innen. Wenn Xamax ein bisschen gescheiter gespielt hat, dann verlieren sie das Spiel. Also, das muss man ganz klar sagen. Aber das Spiel vom Samstag gegen Sion, das wird ein Knüller für mich. Es ist interessant, um das Spiel anzuschauen. Weil sie sind im Moment auf Augenhöhe. Sie haben ja die gleichen Punkte geholt in der Rückrunde. Und ja, da wird etwas gehen. Das ist der erste Sieg seit 5 sieglosen Spielen. Wenn man den Ludovic Magne unter die Lupe nimmt, das ist halt so fieserweise, du weißt auch, wie das ist. Trainerwert an einem Punktenschnitt eigentlich gemessen. Wir schauen mal an, wie der Ludovic Magne da abgeschnitten hat, ein bisschen aufteilt nach seinen verschiedenen Abschnitten. In der Rückrunde, wo er gekommen ist, waren es noch 1,2 Punkte gewesen. In der Hinrunde, wo er die ganze Vorbereitung hat mitmachen konnte, 1,33. Dann würde man denken, jetzt hat er es langsam, es ist zufriedenstellend und dann ist eigentlich der Einbruch gekommen. Punktemäßig, was liest du aus diesen Zahlen raus? Du als Trainer, der schon von denen... Ja, ist das, was Thomas vorher gesagt hat. Das ist Stillstand im Moment. Ob das auch mit den einen Verletzten zu tun hat. Sie haben natürlich auch, wie Sion, ein Problem vorne. Sie machen einfach zu wenig Goal. Sie bekommen relativ wenig Goal, aber sie schießen einfach zu wenig Goal. Und wenn natürlich vorhin spielen willst, dann musst du halt den Knipser haben, der es halt einfach versteckt. Was mich am Magne, ja, man kann sagen, stört, ist ja, sein Verhalten neben dem Platz. Er hat sich nicht im Griff, verschiedentlich schon auf der Tribüne. Also, er legt auch keine gute Visitenkarte für den FC Zürich ab. Und, also, ja, er muss liefern, er muss den Cup gewinnen, sonst könnte dann die Luft dünn werden und der Maurizio Iacobacci könnte sich schon mal einlaufen. Das, was Thomas jetzt gerade angesprochen hat, mit dem Verhalten, wie ist es als Spieler, wenn du so den gegnerischen Trainer hast, der da so rumtäubelt, wahrscheinlich bekommst du von dem auch mal etwas zu hören, wenn du so die Spieler ein bisschen angehst. Bist du noch nie mit so einem aneinander geraten? Nein, gar nie. Also jetzt auch das mit dem Ludovic Magne, also aber ist jetzt auch zum ersten Mal. Also ich weiß jetzt nicht, wie er jetzt. Du weißt auch, wie er auftritt, er ist schon in ihrem Lauter. Ja, sicher, klar. Jeder Trainer hat seine eigene Mentalität, sage ich jetzt mal, wie er sich auftritt und so. Welche sind dir lieber, die einfach so dastehen und dich nachher in der Kabine? Nein, schon, die Emotionen zeigen, so wie der Jürgen Klopp, so einen. Das denke ich schon, so einen. Ja. Ja. Viele haben ja auch Angst gehabt beim FC Zürich, das, was Maurizio vorher angesprochen hat, mit dem Stürmer, es fehlt irgendwie ein Knipser. Man hat Michi Frey verkauft und halt eben nicht ersetzt. Jetzt sieht man hat den Wamena verkauft und nicht ersetzt. Jetzt hängt alles an dem Steven Odey. Eigentlich kann man noch froh sein im FC Zürich, dass er sich nicht verletzt, weil sonst wäre es ja wirklich übel, oder? Nein, man kann froh sein, dass der Cololli jetzt den Rang gefunden hat. Das ist im Grunde genommen die wichtigste Figur in der Offensive. Und es ist eigentlich alles von ihm abhängig im Moment. Das macht der FC Zürich natürlich relativ einfach berechenbar. Eigentlich kann man sagen, wenn man so Spieler hat auf der Aussen wie dich oder der Cololli, dann braucht man eigentlich gar keine Stürmer mehr vorne. Nein, Stürmer ist sehr wichtig. Wir haben da auch ein Problem. Und jetzt mit dem Jungen ist es wieder gut gewesen, mit dem Uldrikis. Hat es sehr gut gemacht jetzt. Ich hoffe, da kann er weiterhin uns helfen.
Ja. Aber das siehst du auch, dass bei Zürich es ein riskant war, vorne nicht etwas zu machen auf dem Transfermarkt, sondern sich nur auf den OD eigentlich. Ja, gut, sie haben den Cesai geholt, ja, den sie natürlich sich von mir erhofft haben. Aber ich glaube, der Cesai ist von mir aus ein guter Transfer auf die Zukunft. Der hat Potenzial. Aber im Moment braucht er halt auch. Er kommt in eine Großstadt, muss sich zuerst mal reinleben, ist nachher verletzt gewesen, leider, und hat den Anschluss nicht gefunden sofort. Und das macht natürlich das Ganze nicht so einfach. Aber noch einmal, gegen Kliens haben sie auch natürlich Glück, sehr, dass sie sich qualifizieren. Aber es braucht es auch ein bisschen. Ich meine, wenn Kliens ein bisschen clever gewesen wäre vor dem Goal, dann scheidet es dort aus. Und dann wäre es natürlich happy gewesen. Aber ja, im Moment sieht es eben, sie sind qualifiziert. Im Halbfinale spielen gegen Basel. Das ist ein fantastisches Spiel. Und ja, mit dem haben sie natürlich auch ein bisschen gewisse Elan geholt. Aber am Samstag wird es natürlich auch sehr interessant sehen, wie sich die zwei Mannschaften bekämpfen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wir haben in Zürich einen zweiten Club und der, ja, der zieht alle negativen Schlagzeilen, ja, genau, und Gefühle auf. Es saugt sie förmlich, ja, auf, oder? Und darum ist der FC Zürich in der Öffentlichkeit besser da, als er faktisch ist. Aber auf etwas, was du noch eingehen musst. Er ist immer noch Vierter, und das ist wichtig im Moment. Auf etwas, was du noch eingehen, was du gesagt hast, der kultivierte Stillstand. Man kann mal etwas vorlesen, was im Anforderungsprofil für einen FCZ-Cheftrainer steht. Das ist in dem Papier steht, der FCZ-Cheftrainer versteht sich als Ausbildner und hat den Willen, muss den Willen haben, junge und ältere Spieler besser zu machen. Siehst du denn, dass die Spieler besser wären, Thomas? Jetzt gerade? Beim FC Zürich? Nein, im Moment nicht, oder? Also, ja, wie es Maurizio gesagt hat, die entscheidenden Siege jetzt, die sind auch ein bisschen dem Glück geschuldet. Sprich Kriens, sprich Xamax. Also, das war nicht zwingend gewesen. Und man sieht vor allem auch keine richtige Struktur in der Mannschaft. Die Mannschaft hat extrem Mühe, Spiel zu machen, Spiel zu prägen. Ja, und das äußert sich dann wirklich an dieser miserablen Torquote. Ja. Also ich finde nicht, dass der Mann jetzt Spieler besser macht. Es braucht ja auch eine Mannschaft wie der FC Zürich, wie viele andere Vereine, darauf angewiesen, dass man junge Spieler hat, die besser sind, die dann das Potenzial haben für einen guten Transfer dann mal ins Ausland. Siehst du solche gerade im FC Zürich? Der Dom Gioni zum Beispiel, das ist einer, der sich also weiterentwickelt hat. Vielleicht jetzt nicht, wenn man natürlich tagtäglich sieht, sieht man die Entwicklung nicht. Aber wenn man natürlich immer wieder sporadisch sieht, dann sieht man doch, dass Dom Gioni eine enorme Entwicklung mitgemacht hat. Ich kann mich noch erinnern, als er das 1-0 geschossen hat bei uns. Das war der einzige Schuss des Spiels und der Sonntagsschuss voll ins Lattenkreuz. Das ist die erste Gang, die er hat beim FCZ. Aber der hat sich von dort an entwickelt, auch in der Persönlichkeit. Aber es hat der Rüegg, der natürlich auch lang verletzt war, jetzt wieder zurückgekommen ist, Captain der Mannschaft ist. Auch dort muss er reinwachsen. Das ist nicht einfach für einen jungen Captain sein vom FCZ. Also, noch einmal, der Odei, der ist ein Junge. Der hat von der Erwartung her, hat mich gedacht, hat er schon gewisse Leistungen abgerufen, was nicht einfach war. Also Zürich hat immer wieder gute junge Leute. Im Moment sieht man U21, der natürlich auch eher ein unteren Rang ist im Moment in der ersten Liga-Promotion. Aber es sind natürlich sehr viele junge, die in der ersten Mannschaft sind. Und darum ist das auch ein toll wegen dem. Mit diesen Worten gehen wir ganz kurz in einen Powerbreak und sind dann wieder dran, wenn sich die drei Herren miteinander messen. Bis gleich. Die Herren bibbern da schon vor dem Game. Truth or Lie? 5 Behauptungen stelle ich den drei liebreizenden Kandidaten. Sie sind entweder richtig oder falsch. Wenn sie ihr denken, sie ist richtig, dann auf 3 den Daumen gegen oben und so stehen den Daumen gegen oben. Behauptung die erste. Der Sion-Mittelfeldspieler Alexander Song hat 17 Schwestern und 10 Brüder. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen bitte 1, 2, 3.
Du hast alle schon kennengelernt? Nein, nicht. Aber wir haben auch schon ein paar Fässchen in der Kabine schon gebracht. Und so. Er ist stolz auf das. Er ist stolz. Das ist, da fühlt man sich wie beim FC Sion, wenn man 27 Leute um sich hat. Das war natürlich richtig. Alle haben es gewusst. Behauptung, die zweite. 1972 hat man gratis im letzten Rund ein FCZ-Spiel schauen, wenn man an der Kasse ein Ziggy-Päckchen gezeigt hat. Ist das richtig oder falsch? Ihr sagt beide, ihr sagt alle drei, es ist falsch. Das ist aber richtig. Es war eine sehr umstrittene Werbemaßnahme. Es hat aber über 9000 Zuschauer gehabt, was damals sehr viel war. Ja, es ist wegen mir die Nägel, oder? Nägel zum Tabak fassen. Du hast schon den Daumen gegen oben gezeigt. Selber schuld. Die dritte Behauptung. Der Christian Constantin, kennt ihr alle, hat beim FC Sion schon mehr Trainer engagiert als Manchester United, Arsenal und Liverpool zusammenzählt in denen ihrer ganzen Geschichte. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen bitte. 1, 2, 3. Maurizio, nicht ganz, aber ja, es waren über 40 Trainer von Christian Constantin. Die anderen drei zusammenzählt haben, es kommen aber doch etwa auf 60. Aber nie überholt das wahrscheinlich noch. Also es sind auf jeden Fall mehr als die anderen ihre Geschichte hatten. Die zweitletzte Behauptung. Die Frauen vom FC Sion haben noch keine von ihren gespielten Cup-Finals verloren. Ist das richtig oder falsch? 1, 2, 3. Es ist richtig. Sind noch nie im Cup-Final gewesen? Zweimal sind sie im Finale gestanden, zweimal haben sie gewonnen. Ist aber schon länger her. Und die letzte Behauptung, was haben wir für einen Zwischenstand? Showdown. Lignani gegen Renkli, bei der letzten Behauptung. Sagen, ja. Die schwedische Reality-Show, TV-Show, wo 15 Männer, die noch nie Fußball gespielt haben, zu einem Team geformt werden, heisst FCZ. Ist das richtig oder falsch? Es ist tatsächlich richtig. Wir schauen mal noch schnell rein in einen Trailer. Ach, die Sendung FCZ vom schwedischen Fernsehen. Bitte. Ja, wir nehmen an, dass wir das ein anderen FCZ erwarten können. Wir haben einen Gleichstand da. Beide 4 Punkte, 4 von 5 richtig beide. Ihr gewinnt ein 12 Smalltalk-Booklet mit dem und vielen anderen. Der Maurizio muss jetzt halt leider bei den anderen mitlesen. So ist es, ja. Ja, sehr schön, sind ihr da gewesen. Viel Vergnügen und viel Erfolg im Spiel gegen den FC Zürich. Das wird wegweisend sein. Und ich nehme an, der FCZ tritt anders aus als der FCZ da in der schwedischen Serie. Thomas, wir sind wieder gespannt, was im Zürcher Fußball so alles weitergeht. Und bleibt interessant. Vielleicht haben wir ja noch wirklich eine Außenseiterchance auf den Präsidentschaftsplatz bei GC. Mauri, wir hoffen, dich ganz bald wieder mal zu sehen. Nicht nur hier im Studio, sondern auch in Aktion auf Schweizer Platz. Und euch daheim wünsche ich eine ganz schöne Fußballwoche und schöne Vorfreude. Nicht nur auf das Spiel Sion gegen den FC Zürich, sondern auch auf die ganze Super League. Mehr zu der Super League gibt es wie immer auf welovefootball.ch und sportalhd.com. Und das nächste Mal Soccer Lounge ist am nächsten Montag. Dann werden die nächsten Gummibärli geopfert. Bis dann, ciao zusammen. The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football.